In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Weißlink-Profile in Photoshop anwenden. Angenommen, Sie arbeiten noch nach dem alten Standard ISO-Coded V2, erhalten jetzt aber eine Datei im neuen Standard PSO-Coded Version 3 und möchten diese in Ihren Arbeitsfarbraum wandeln. Dann gehen Sie wie folgt vor. Unter Bearbeiten, in Profil umwandeln, gibt es die Option Erweitert und dort drin Geräteverknüpfung. Dann können Sie hier auswählen die Richtung PSO-Coded V3, den Quellfarbraum, zu ISO-Coded V2, Ihren Arbeitsfarbraum. Dann können Sie das anwenden und haben dann immer noch das Profil PSO-Coded V3 eingebettet. Das ist leider ein Fehler in Photoshop. Also müssen Sie in einem zweiten Schritt unter Bearbeiten Profil zuweisen, das passende Profil bzw. hier den Arbeitsfarbraum ISO-Coded V2 zuweisen. Dann haben Sie die Farbraumtransformation erfolgreich umgesetzt.